Herzlich willkommen bei Mini Paradise zu einem neuen Video hier bei uns auf dem YouTube-Kanal. Und ich habe einen wunderbaren Gast da. Gast kann man ja fast nicht sagen, Dennis, ne? Du bist ja Dauergast. Liebe Freunde, wir haben uns überlegt, jetzt so eine kleine, ich will jetzt nicht sagen neue Videoreihe einzuleiten, aber wir haben ja so ein paar Kommentare bekommen von euch, wie wir in Zukunft die Battle Reports gestalten sollen. Und das haben wir uns natürlich mal ein bisschen angenommen und haben uns was Schönes überlegt. Und zwar sieht das so aus, dass wir in Zukunft, also Dennis, der Tim wird noch dabei sein. Grüße an Tim, der ist gerade im Urlaub. Und meine Wenigkeit, wir werden in Zukunft viele kleine Spiele machen, also 12-50er Spiele. Das wird mal kompetitiv werden, mal nicht. Und dann haben wir noch so zwischendurch, was hat man da noch gesagt? Da machen wir größere Spiele und 50 dann auch natürlich, ne? Genau. Und das wollten wir halt so ein bisschen kompetitiver dann gestalten. Das heißt, wir werden euch jetzt viele Armeen zeigen. Wir werden, ich glaube, primär so Ars Bellica spielen, denke ich mal, ne? 12,50? Ja. Also ist ja auch ITC, Ars Bellica, ITC natürlich auch, ne? Ja, also gut, bei 17,50 ITC Ars Bellica, ne? Das genau. Ist, wer sich an den letzten Battle Report mit uns beiden erinnern kann, der weiß, dass die normalen Missionszielkarten nicht so richtig mein Ding sind und nicht so richtig dein Ding sind, ne? Saturn Kronos ist aber genau mein Ding. Alter! Das geht gar nicht. Du hast die Statistik, hast du komplett, also das, du hast da Unmögliches. Mir ist aber aufgefallen, ich habe in dem gleichen Zug im Nahkampf-Charge auch nochmal eine Doppel-1 gewürfelt. Also. Aber auf der anderen Seite hast du es dann auch mal wieder ein bisschen gut gemacht mit dem Ganzen. Ja, auf jeden Fall, heute starten wir mit dieser kleinen neuen Videoreihe. Also sind ganz normale 40k Battle Reports. Wir geben dem jetzt keinen neuen Namen, aber wie gesagt, 1250er Spiele, viele kleine 1250er Spiele und zwischendurch kompetitive 1750 Spiele. Heute konnten wir es auch einfach nicht kompetitiv gestalten. Es geht nicht. An mir lag es nicht. Weil wir spielen die heute. Hier ist zwar auch ein bisschen was möglich, aber leider habe ich nicht genug Einheiten und Modelle zur Verfügung, um da was anderes zu machen. Hier wäre es schon möglich, da ein bisschen fieser zu spielen. Also wenn man die Armeen oder wenn ihr die Armeen jetzt gleich seht, dann da ist einiges mehr möglich, aber Dennis war so gnädig, heute mal ein bisschen locker zu machen. Also ich finde es auch schön, also man kann auch Modelle spielen, die man jetzt nicht so häufig auf dem Feld vielleicht sieht, werdet ihr ja gleich sehen. Stimmt, aber es ist auch schön fluffig. Ne? Ja, eben, das ist schön. Ja, Freunde, Grey Knights, Death Guard, 1250 Punkte, Ars Bellica und ja, hast du noch was? Habe ich irgendwas vergessen? Ich freue mich einfach drauf. Und ich würde nochmal die Jungs von Target Priority danken. Oh, sehr gut. Podcast oder sehr gut. Nee. Wir haben natürlich beide fleißig euren Podcast gehört. Mhm. Super Arbeit wie immer, Jungs. Und Dankeschön für das große Lob. Wollen wir nochmal Dankeschön sagen. Ja, also wir machen jetzt auch mehr 40k. Nicht nur AOS. Nicht nur AOS. Nee, vielen, vielen Dank dafür. Auf jeden Fall ein guter Hinweis, Dennis. Und dann würde ich sagen, starten wir so langsam in das kleine Video und gucken uns mal die Armeen an. Richtig? Feuer frei, ne? Viel Spaß! So, zur Armeevorstellung der Death Guard. Wir sehen einmal Typhus, der das Miasma der Pestilenz und die Vitalität der Verwesung mit hat als Zielfähigkeiten, mit 2x19 Poxwalkern, Gegenpunkte technisch nicht anders. Natürlich kann er noch den Schmetterschlag, den beherrscht er auch. Dann haben wir einen Lord of Contagion, das wird auch mein Kriegsherr sein, der hat die schöne Rüstung bekommen, mit der plus 1 auf Rüstungswurf kriegt und, oder ein 2 Rüstungswurf und den schönen Effekt hat, dass es immer Mortal Wounds gibt, wenn er Schutzwürfe schafft. Und dann haben wir noch einen Playcaster, der hat mit die Gabe der Verseuchung und Klingen der Verseuchung, kann natürlich auch Schmetterschlag. Ansonsten, um das Battalion voll zu machen, haben wir nochmal 9. Wobei ich glaube, das sind sogar zu viele, da muss ich glaube ich gleich nochmal einen runternehmen. Ja, du, kleiner Schlingel. Weil eigentlich sind es 8. Nein. Zack. 8 Black Marines, das ging punkttechnisch anders. Keine 7, deshalb sind es 8 heute. Schande über mein Haupt. Dann einmal den schönen Panzer, den Black Bros Crawler mit den beiden Laserkanonen dran. Dann die obligatorische Blow Drone, die ja immer wieder gut ist. Und dann heute als Special Guest die Deathshore Terminatoren, die ich persönlich sehr geil finde vom Hintergrund und sich heute mal mit anderen Thermis prügeln dürfen. Da sind die wunderbaren Grey Knights. Da gehen erstmal Grüße an den guten Nino raus.
Das ist eine schöne Armee. Ich habe jetzt übrigens auch schon ein bisschen mehr hier, aber leider habe ich das alles zu Hause vergessen. Also eigentlich sollte heute ein Landraider dabei sein, der ist leider nicht dabei. Aber das kriegen wir auch so hin. Wir haben einen Grandmaster in Nemesis Dread Knight, der hat die Heavy Psi-Cannon, seine Dreadfist natürlich dabei und einen Dämonenhammer. Als Psi-Kraft kennt er Sanctuary. Dann haben wir Voldos dabei, der hat einfach dabei, was er dabei hat. Und dann kennt er Gate of Infinity, Astral Aim und noch Sanctuary. Der Kriegsherr, Kaldor Drago, hat auch alles dabei, was er dabei hat. Purge Soul und Hammerhead als Psi-Fähigkeit. Der Waller Trade war, was hatte ich mir da ausgesucht? Alles. Warte mal, Moment. Waller Trade, sage ich euch gleich nochmal. Die Charge-Wurf wiederholen. Richtig, genau. Alles um 6 Zoll um meinen Warlord kann Charge-Würfel wiederholen. Das ist wichtig. Also zu Beginn der Angriffphase. Dann haben wir noch ein Relikt, das kriegt er hier. Das ist so ein anderer Hammer, der ein bisschen mehr Heinhaut. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Ding jetzt genau heißt. Strike Squad, alle mit Stormboltern und den Falchions. Also ihr könnt hier mal drunter schreiben, wie man es ausspricht. Falchions, dann nochmal ein 5er Strike Squad mit Stormbolter und den Energieschwertern. Und ein Terminator Squad. Und der ist komplett WYSIWYG. Also wir haben hier einen Incinerator dabei. Dann haben wir hier ein Schwert, dann haben wir zwei Hellebarden, dann haben wir hier den Stab, der den Retter nochmal um 1 verbessert und einen Hammer. Und dann haben wir ein Razorback, das ausgestattet ist mit Stormbolter, Hunterkiller-Missel und Twin Less Cannon. Ja, und das war's auch schon. Kleines, süßes, schnuckeliges Bataillon und dann schauen wir uns mal das Board an und dann gibt's auch schon auf die Gusche. Das ist das wunderschöne Board. Heute mal so ein bisschen alte Welt, Dschungel. Du hast es alte Welt genannt, Dennis, ne? Mhm. Ja, wir haben nach Ars Bellica natürlich schon alle Missionszielmarker hier aufgestellt, nach fest vorgegebener Platzierung. Und wir müssen aber gleich noch die Aufstellungszone auswürfeln, fällt mir gerade ein. Auf jeden Fall haben wir schon mal ein bisschen was gewählt. Und zwar hier oben Dennis und meine einer. Wir haben uns beide die Zehen gebannt. Das würde bedeuten... im Nahkampf töten. Wo ist es denn jetzt? Mit den... Da. Also nichts im Nahkampf töten hier für uns beide und dafür Punkte kriegen. Dann hat der Dennis die 15, die 7 und die 3. Wir fangen mal oben an, hier mit der 3. Es befindet sich am Ende zwei aufeinanderfolgender Spielerzüge mindestens jeweils eine deiner Einheiten vollständig in jedem Spielfeldviertel. Denn die 7 ist 3 Missionsziele halten und die 15 ist... die 7 ist... große Modelle töten. Also mein Ziel war eigentlich, dass ich mir dachte, ich habe mehr Modelle als der Robert, ich kann besser die Board-Control aufbauen und darüber versuche ich den Sieg zu schaffen. Ja, viel Spaß. 6, 2, 14, also auf jeden Fall einen Missionszielmarker dauerhaft, also den wähle ich und dann halte ich den hoffentlich dauerhaft. Dann haben wir noch möglichst viele Modelle töten, das ist jetzt im 12-50er Spiel ein bisschen doof, also ich kann maximal 3 Siegpunkte hierfür bekommen. Und dann haben wir noch die 2, das ist also im Prinzip eine meiner Einheiten muss sich vollständig in der feindlichen Aufstellungszone befinden. Also ja, das sollte durch das Schocken einfach auch möglich sein. Ja, das dazu und dann würfeln wir jetzt die Aufstellungszone aus und stellen auf und dann geht's los. Da sind wir und kleiner Nachtrag zum Baller Trade. Er ist jetzt der Kriegsherr und er kriegt jetzt den Baller Trade, den ich vorhin erzählt habe, weil Kaldor Drago und Voldos sind natürlich namhafte Charaktere und können keinen anderen haben. Verdammt. Ja, ich habe hier hinten gewählt. Drago steht hier vorne, Dreadnought, Strike Squad, Voldos, Razorback, Strike Squad. Warum habe ich so blöd aufgestellt? Weil ich keinen Bock habe, die Thermis irgendwie bei mir hier drin zu haben. Ich könnte jetzt mich auf eine Flanke irgendwie konzentrieren, aber ich dachte mir, komm, ist egal. Spaßspiel. Testeste. Crawler, Poxwalker, Playcaster, hier, Conga Line, Marines, Typhus, Drohne und wieder Poxwalker. Und in Reserve sind natürlich die Death Shrouds und der Lord of Contagion. Und ja, dann würde ich sagen, Dennis darf anfangen, weil er hat verloren. Die Seitenwahl musste dann als erstes aufstellen, darf aber zuerst anfangen. Ich versuche jetzt auf die 6 Initiative zu klauen.
Nein. So, Dennis, damit. Fistbump. Ein schönes Spiel und eine schöne erste Runde. Wir sehen uns wieder, wenn die Bewegungsphase bei dir jetzt vorbei ist. Und dann gucken wir mal, was da geschossen wird. Bewegungsphase ist vorbei, der guten kleinen Death Guard. Dennis, erzähl. Ja, eigentlich habe ich mich gar nicht groß bewegt. Ich habe im Endeffekt mich nur ein bisschen weiter nach vorne bewegt hier, um noch ein bisschen mehr zuzustellen. Das ist ja mein Plan, mein widerwärtig zäher Plan. Die Drohne ist nach vorne gegangen. Das beweglichste Element, was ich in der Armee habe. Und ich habe mir den dritten Missionszielmarker geholt. Damit halte ich 3 Stück. Das war auf jeden Fall Ziel der ersten Runde. Und hier so ein bisschen nach vorne gehen. Ja. Das ist so der Plan. Und ihn ein bisschen außer Reichweite halten, damit ihr auch unsere taktischen Überlegungen mitkriegt. Kommen wir zur Zielphase. Jo, hau raus. Ja, es bleibt ja gar nicht so viel übrig. Ich würde mir erstmal der Pestilenz versuchen, auf diese Einheit zu zaubern. Auf die Plague Marines oder auf die Proxwarer? Auf die Plague Marines. Ja. Das schaffe ich mit einer 8. Und ja, dann versuche ich noch auf... Wen mache ich denn jetzt mir erstmal die Vitalität der Verwesung? Mache ich auch noch auf die Jungs drauf. Die will ich gerne schützen. Das ist auch eine schon 10. Das schaffe ich auch. Sollte eigentlich nichts in Reichweite sein. Deshalb. Aber ich würfel da trotzdem. Wie hört sich das denn an? Ey, ich kriege mir nur über den Ton hier. Und die sind auch gut, ne? Ja, die sind immer gut. Ich habe irgendwo mal gehört, dass die auf Turnieren verboten sind. Echt jetzt? Weil die so die sind nicht gut ausbalanciert. Ja, das hat man eben, glaube ich, auch gesehen. Also ich habe gegen einen Freund lange Zeit gespielt, der diese Würfel hatte und der hat so viele 5 und 6 gegen mich gewürfelt. Der Wahnsinn. Ja, okay. Das war's mit der Psi-Phase. Hast du gleich was zum Schießen? Das war das. Ja, ich habe auch noch eine Einheit zum Schießen und zwar ist das der Black Ghost Crawler. Ja. Der kommt mit seinen Laserkanonen leider nicht in Reichweite, weil die nur 36 Zoll haben. Ja, ist ja schade. Ja. Aber er hat den Seuchenmörser 48 Zoll, das reicht. Mhm. Da schieße ich doch mal glatt auf den Razorback. Echt jetzt? Ja. Wirklich? Ja. Ich würfel erstmal aus, wie viele Schuss er hat. W6 Schuss. Das sehe ich nicht. Nur 2. Ah, das ist gut. Nehme ich. 2 Schuss auf die 4. Ein Treffer. Und dann auf die 3 zum Verwunden. Mit einer 5 schaffe ich das. DS 7, ja. Minus 2. Okay, 5er. Stark. Junge, ja. Das geht gut los. Ja, das war's auch schon. Okay. Runde zu Ende. Geil. Ja, dann gucken wir mal, wie viele Punkte du hier machst. Kuli. Und zwar, du hast ja hier die 3 Missionsziele. Ja, das ist die 15, die schaffe ich. Da machst du mal einen Strich hin, dass wir wissen, dass du so schon mal einmal hier ist ein Pulli. Oder so. Wo soll der Strich? Mach einfach mal hier rein so, dass du das und dann kreuzen wir es halt ab. Hast du sonst noch irgendwas? Die 7 war. Nein, die habe ich nicht geschafft und die 3 ist in Mission. Nö. Mehr habe ich nicht geschafft, ich habe keine Einheit vernichtet. Dann war es ja immer bei Ars Bellica jetzt so, glaube ich, dass du die Punkte anhand der gehaltenen Missionsziele bekommst. Ne? DC war es ja anders. Genau, also würde ich 3 Punkte bekommen. Genau, dann kannst du hier mal die 3 reinschreiben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das richtig ist. Ich finde es so bei ITC irgendwie. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ja, passt. Dann kommen wir in Zug 1, Grey Knights. Bewegungsphase ist vorbei. Der Squad hat sich fast nicht bewegt. Ich glaube, so minimal nach vorne. Der ist stehen geblieben. Voldo ist ein Stück nach rechts. Stehen geblieben, stehen geblieben, stehen geblieben. Und dann kommen wir auch schon in die Psi-Phase. Er macht sich erstmal Hammerhand. Feige, nämlich. 6 wäre das. Habe ich jetzt gedreht. Ja, der hat Hammerhand. Dann, er macht Astral Aim auf den Razorback. Oh, stark. Das geht durch. Der hat jetzt Astral Aim. Und dann macht er noch Sanctuary auf den Squad da hinten. Das geht auch durch. Super, dann haben die jetzt einen Retter, die guten Jungs. Und Gate of Infinity bleibt jetzt da, wo es ist. Und ja, dann kommen wir gleich in die Schussphase. So, der Squad fängt an mit einem Stormbolter in die Drohne rein. Auf die 3, beide. Stärke 4 auf die 5. Nichts. So, jetzt machen wir das Razorback. Die Twin Less Cannon und die Hunter Killer Missile geht alles hier hinten rein. Wir handeln das jetzt alles zusammen ab, weil er hat eh seinen Retter. Ich habe minus 2, die Less Cannon ist minus 3. Also alles auf die 3. Und das ist die Hunter Killer Missile. Treffen alle. Dann auf die 3 wieder.
Och, oh, Robert, dann doch nicht so gut. Dann alles auf den Retter. Halte ich zwei Stück aber. D6. Den würde ich mal wiederholen hier. Ja, aber oh, das hat sich gelohnt. Da habe ich nur noch einen Command Point weniger. 6 mal Feel No Pain. Das sind trotzdem 5 Stück. Super. Läuft. Das ist nicht schlecht. Oh oh. Ja, das defensive Spiel hat auch bei mir schon jetzt das Ende der Runde 1 eingeläutet. Und ja, kommen wir mal zu den Punkten. Bei mir, den Missionszielmarker, das hat ganz gut gepasst. Das ist hier die 5. Den halte ich jetzt einmal. Also hier mache ich mir mal einen Strich hin. Ansonsten kriege ich 2 Punkte für die gehaltenen Missionsziele. Und es steht am Ende von Schlachtrunde 1 3-2 für Death Guard. Und dann kommen wir jetzt wieder in die Bewegungsphase der guten Jungs. Die Bewegungsphase der Death Guard ist vorbei. Dennis, erzähl mal. Fangen wir an. Ich verteidige im Endeffekt weiter mit meinen Poxwalkern mein Gebiet hier hinten, bin aber, hab da die Kongoline so ein bisschen verändert, um hier mit meinem Psionikern die beiden Trupps supporten zu können. Mhm. Das ist der Ziel, die beiden sind jetzt vorgerückt. Mhm. Die Drohnen habe ich hier hingesetzt, um erstens das Missionsziel zu halten und zweitens, um eine Einheit im gegnerischen Viertel zu haben. Das gleiche habe ich dort auch, also ich muss es 2 Runden aber hintereinander machen, damit ich Punkte dafür kriege. Versuche damit weiter Druck auf Robert aufzubauen, damit er sich bewegen muss. Und mein Lord of Contagion versucht darüber zu gehen und versucht die Grey Knights in den Nahkampf zu verwickeln, wenn sie schon nicht rauskommen wollen. Das ist auch das einzige Modell, was von mir selber bemalt ist. Der Rest ist ja vom Robert gestellt. Ja, dann fangen wir mal an. Sie. So, Psi-Phase. Typhus versucht, erstmal der Pestilenz auf die Drohne zu zaubern. Ja, das klappt nicht. Das klappt wirklich nicht, glaube ich. Nee. 6, ne? Da würde ich die 1 sogar wiederholen. 1. Na, da war sie schon fast. Der erste Ruf war da. Und er versucht noch Vitalität der Verwesung auf die Jungs zu zaubern. Das ist jetzt schon wieder... Es geht beides nicht durch. Oh, Dennis. Ne, das gibt nix. Schade. Schade, Schokolade. Ja. Ja, und dann versucht der Playcaster noch die Klingen der Fäulnis auf diesen Trupp zu zaubern. Da hinten den? Der braucht nur noch 5. Der schafft es mit 10. Junge, da hätte er ein bisschen was abgeben können an Typhus. Ja, mehr passiert erstmal nicht. Kommen wir zur Schussphase. Hau raus. Schussphase. Der, der Playcrawler versucht auf den Dings wieder zu schießen. W6 Schuss. 3 Stück. Stark. Auf die 4 treffen 2. Auf die 3 treffen verwunden 2. Hier ist minus 2, also auf die 5. Wieder einer. Und dann, ich muss noch nachgucken, aber ich glaube W3 Schaden. Das wären also vermutlich 3 Schaden. Als nächstes werden. Warte, es sind W3 Schaden. Ja, okay. So. Also kriegt er 3 feste Schaden. Dann versuchen wir, die Seuchenwerfer in diesen Trupp reinzuschießen. Mhm. Das sind 4 Schuss. Die sind zwar vorgerückt, will ich nochmal sagen, sind vorgerückt, aber die Death Guard-Regel erlaubt ihnen, dass sie keinen Abzug für Schnellfeuerwaffen und Sturmwaffen kriegen, wenn sie vorrücken. Nee, für Schnellfeuer schon, aber für Sturmwaffen nicht. Ja. Das heißt 4 Schuss auf die 3. Stark. Auf die 3, weil Stärke 6 sind 3 Stück. Mit DS minus 2. Oh oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und es gehen 3. Oh oh. Es gehen 3. Guckst du nochmal irgendwas? Ich gucke nur wegen Schaden, aber die haben ja sowieso nur einen Lebenspunkt. Ja, ja, das sind Grey Knights. Deshalb gehen da 3 Stück. Es tut immer bei denen echt weh, wenn da so 3 Modelle umkippen. Ja, achso, ansonsten hätte man noch nachgucken. Nee, Schnellfeuer kriegen sie auch trotzdem Abzüge. Ja, das war's mit dieser Phase. Dann muss ich jetzt nochmal kurz planen, meine Nahkampfphase. Mhm. Wobei eigentlich nicht. Wir versuchen nur dort zu chargen. Du darfst Abwehrfeuer geben, Robert. Jawohl, ich zähle mal Würfel. So, Abwehrfeuer. Ja, ich sehe einer. Das ist aber schlecht. Den hier ist auch nicht mehr gerechnet, den Tierverbundenen nicht. Okay, schade.
Alles klar. Charge! So, also mal sehen, ob ich die neuen schaffe. Das, was ich in der Zielphase nicht geschafft habe. Nein, nicht mal mit Reroll. Das ist zu unrealistisch. Schaffe ich nicht. Scheiße. Okay. Das ist schlecht. Also gut und schlecht. Dann. Punkte? Moralphase? Ja. Start testen. Das nee, passt. Halt auf jeden Fall. Okay. Dann halte ich 1, 2, 3, 4 Missionsziele. 1, 2, 3. Und ansonsten habe ich nichts geschafft. Da hinten ist noch eins. Genau. Ansonsten halte ich, schaffe ich wieder meine Mission, die wir hier schon einmal angekreuzt haben. Da kannst du jetzt hier da kannst du jetzt ein Kreuz durchmachen. Komplett durch das Kästchen. Also komplett durch das Kästchen. Mach das ruhig mal. Hier. Genau, dann hast du es nämlich. Ah, okay. Und dann 1, 2, 3, 4. Und ansonsten, ich habe keine Einheit ausgelöscht. Mhm. Ansonsten nichts geschafft. Gut, dann kommen wir jetzt in die Bewegungsphase der Grey Knights. Bewegungsphase ist vorbei. Die beiden sind stehen geblieben. Er ist so ein Stückchen hier rüber, stehen geblieben. Dann kamen am Ende der Bewegungsphase die Paladiner rein, der Grandmaster rein und Drago ist hier vorgelaufen. Ja, und dann machen wir mal ein bisschen Psi. Er hier macht Astral Aim auf den Dreadnought. Das geht, glaube ich, gerade so durch. Jawohl, das ist eine 5. Super. Und dann macht er noch, ich glaube, Voldos sollte ja 3 casten können. Oder? Ich kriege ja auch immer plus 1. Ja, sauber. Ja. Dann macht er noch Sanctuary auf die Paladine oder auf den Dings. Das machen wir auf ihn hier. Das geht durch mit einer 10. Und dann machen wir kein Gate of Infinity. Gut, dann er hier. Hammerhand auf sich selbst. Das ist eine 9. Das klappt. Das klappt auch. Und ich glaube, Dingsbums kann auch 2 machen. Ja, hast du gerade nachgeguckt. Drago, Voldos, ja. Okay, dann macht er noch ein Smite. 5. Das ist eine 7 auf die Marines. Mhm. Dann eine Motto. Warte, machst du mal eine Motto. Kriegen sie eine Motto, Bund. Er macht Sanctuary, haben wir ja schon, macht Smite. Das ist eine 11. Wieder eine Mortal. Dann macht der Squad Smite. Das ist eine 9. Der Squad Smite. Das ist eine 11. Wieder eine Mortal. Ja. Da hast du den Charge ein bisschen verlängert, um 2 Zoll, glaube ich, jetzt, ne? Mehr sogar. Das ist jetzt, glaube ich, eine 10. Mit Drago aber nicht, ne? Mit Drago. Sind 2 weg, oder was? Ja. Ach, 2 Marines weg. Oha. Gut, okay, der ist runter, das passt soweit. War eher, da ging der Smite, glaube ich, auf die Drohne, ne? Das ist das jetzt war, entscheidend, ob es das da war. Das, nee, das war näher jetzt, ne? Hier. Das ist die Frage, ob er da weil wenn du, ist. Wenn du, wo hast du den ersten, hast du vorne weggenommen, ja, ne? Ja, den habe ich. Gut, dann ist nämlich, da muss es da rein. Dann musst du da wieder einen hinstellen und da rein, weil die Drohne war ja 9 Zoll. Und das war vorher da 9 Zoll. Unter sogar. Ja. Gut, dann Schussphase. Dann gehen die Twin Less Cannons da hinten in deinen Crawler rein. Einzeln wiederholen, weil Chef daneben ist. Nein. Und auf die 3. Wiederhole ich da mal einen in der Schussphase. Ja, komm. Das ist eine 4, minus 3. Auf den. Nee. Die 6. Ein. Das ist der erste, der gehalten hat. Strombolder. Auf ihn da hinten. Beides. Und auf die 5. Ja, das wird nichts. Gut, dann schaue ich mal, was wir jetzt mit ihm machen hier. Er schießt auf die Drohne mit allem. Auf die 3. Keine Einsen wiederholen, glaube ich. Mit dem, nee, auf jeden Fall raus. Stärke 5. Zweimal, minus 1.
treffen beide. Stormbolter trifft beides. Einmal. Hält. Gut, schade. Eieieiei. Gut, weiter. Geht es mit dem Squad hier. Da muss ich überfizieren. Und los geht die wilde Fahrt. Auf die 3. Auf die 5. Das ist eine Menge. 4, 5. 5 Stück, Dennis. Auf die 2. Einer durch. Eine 1 und auf die 4 plus. Hält. Au! Okay. Die Paladine schießen alle jetzt noch da hinten drauf mit ihren Stormboltern. Der Incinerator ist leider nicht in Range. Auf die 5. 1, 2, 3 Stück bitte. Auf die 2, halten alle. Jupp. Er hier, alles auf die Drohne mit der Psi-Cannon. Die 2, einen sind wiederholen durch Dingsbums. Dann haben wir Stärke 7 auf die 4. Richtig? Mhm. Oha. 3 Stück. 3 Stück minus 1. Also auf die 4, halt die 2, auf die 5, halte ich. Nochmal, das sind 2 Schaden flat. Heavy Psi-Cannon. Achso, den muss ich nochmal. Also geht ein Schaden durch. 2 Schaden. Das sind nee, den. Zwei Rüstungswürfe habe ich abgewürfelt und zweimal 4 Nobel für den 2 Schaden. Ich habe die Rüstungswürfe habe ich abgewürfelt. Genau, das waren 3. Und dann ist einer durchgegangen. Einer ist weggegangen und das sind jetzt praktisch die. Das ist der Schaden. Also genau, gehen 2 also Schaden durch. Einer. 4 Nobel. 5 plus. Ja, aber das ist doch eine 4. Ach so. Ach, nee, die Würfel. Der Punkt in der Mitte ist immer. Ach so. Ah, ich dachte, sie kommen mit diesen Würfeln nicht klar. Okay, gut. Dann Drago, wahrscheinlich noch mit einem Stormbolter oder. Nee, hat er sowas? Ich glaube, der hat gar keinen. Dann müssen wir mal kurz gucken hier. Ich kann ja zwischendurch reden, wie schön Mino die Armee bemalt hat. Ja, der Drago hat tatsächlich einen Stormbolter. Boah, wo hat er den denn versteckt? Auf dem Kopf? Aber dann schießt er. Nee, der will nicht schießen. Der will nicht schießen? Nee, ich habe keinen Bock, den Charge rein. Da zu verlängern. Schieß doch rein. Guck mal, ob die 24 Zoll zu dem Poxwalkern noch reichen. Ich vermute mal fast ja. Ja. Super. Safe. 2 Schuss. Nee, 4 Schuss. Thermis kriegen die ja auch, wenn sie sich bewegen. Die Bolterregel? Genau. Einen sind wir auf jeden Fall wiederholen. 4 Stück. Und die müssen verbunden. Stärke 4 auf die 3, ne? Ja, 4 mal. Würfel ich alle ab, sicher. Ne, nur 2. Diese Würfel. Zwei Boxwalker. Diese Würfel. Okay, ich glaube, wir kommen jetzt. Die Quatsch, wieder schon 4 haben die ja. Hattest du eine 3 dabei? Ja, eine. Dann mach halt einfach einen weniger weg. Gut, okay. Das ist sehr nett. Voldos, schießt noch auf deinen Lord da. Der hat ja auch eine Thermi-Rüstung. Ja, guck mal, 24 Zoll. Reicht das? Ja, close, aber es reicht. Okay. Gut im Auge gesehen. Der darf auf jeden Fall eins wiederholen. Der trifft, glaube ich, auf die 2, ne? Zauberer? Weiß ich nicht. Ja. Dann auf die 5. 2 Stück. Ah, alles klar, jetzt Charge. Wir fangen an hier mit dem Paladin-Squad. Ich kann keinen Abwehr. Ich weiß. Das ist eine 7. Das reicht nicht. Jetzt sind die 3 wiederholen, Robert. Alter, ich bräuchte eine 5. Und da hinten habe ich auch noch Charges. Das ist schon echt risky, ne? Nee, komm mal. Komm mal, ja. Er hier. Charge in die Drohne, vermute ich. Charge in die Drohne. Das sind 9 Zoll müssen es ja sein, ist ja geschockt. Dann darf ich wiederholen. Abwehrfeuer kannst du nicht kriegen, weil zu weit weg. Das schafft er nicht. Das schafft er nicht. Das gibt's doch gar nicht. Oder kriege ich irgendwie plus 1 auf den Charge? Nein. Drago. Der schafft's. Okay, dann gib mal Abwehrfeuer mit deinen Marines. Die Bolter im Abwehrfeuer auf die 6. Eine 6. Verwundet auch und dann, Robert würfel mal ab, auf die 2 plus. Ja, und dann die Seuchenwerfer. Die machen nix. Jetzt ist die Frage, Dennis, würdest du mir erlauben, die 3 nochmal zu wiederholen? Ja, klar. Weil. Mit dem darf ich sowieso wiederholen und der gibt die 6 Zoll Bubble, dass ich sowieso wiederholen natürlich darf. Das heißt eigentlich, also die 4 muss zu einer 5 werden.
Ne, die 3 muss zu einer 5 werden. Aber das wird nichts. Okay, Command Point weg. Jo, der ist drin. Und dann hauen wir gleich zu. Ja, Drago hätte ich jetzt alle verwundeten, alle misslungenen Trefferwürfe sogar wiederholen können. Auch für ihn vorhin. Also ist geil. Auf die 2. Auf die 2. Und jetzt kriegen wir sogar plus 1 auf die Verwundung. Auf die 2. Finde ich schön. Oh, das ist ein schöner, richtig schöner Wurf. Den wiederhole ich hier. Schade. So, das ist dreimal mit minus 4, glaube ich. Da habe ich ja. Nichts. Dann hast du, wie viel Schaden machen die? 3 flat. 3 flat, ja gut. Erster geht durch. Der zweite geht durch. Und der dritte, der macht es jetzt. Pass mal auf. Gar keinen Fall. Nein. Gehen 3 Charaktere raus. Drei Jungs raus. Mhm. So, dann peilen meine Jungs noch 3 Zoll nach. Und hauen zurück. Mein Chef haut mit E-Faust auf die 4 zurück, trifft einer, verwundet nicht. Ich gebe ein BP dafür aus. Ja, schafft er einmal. Ach so, ja. Dann safe Robert mal auf die 3, ganz locker. Ja. Und dreimal normale Waffen. Einmal. Einer, wieder schon 5? 4. Dann 2 Runden, aber auf die 2 plus. 3 Sechsen rollen, du bist aber 3 groß motiviert. Das hätte ich beim Charge mal gebraucht. Ja, der hat Bock. Ja, der hat ja auch gecharged. So, jetzt gebe ich 3 BPs aus oder was? Was nee. Du auf gar keinen Fall. Das ist einfach zu unwichtig. Ja, ernüchternd. Da hätte ich gerne den Punkt gehabt jetzt. Mal so langsam. Du rennst mir nämlich echt mit den Punkten davon jetzt. Ja, das war's. Ich halte mal wieder meine 2 Dingsbums da. Halte nichts in deiner gegnerischen, habe keine Einheit irgendwie im Fernkampf zerschossen oder generell Modelle getötet. Das heißt, hier kriegen wir wieder die 2. Allerdings kriege ich jetzt auch hier den einen Siegpunkt, weil ich das Ding immer noch halte. Und ja, damit kommen wir jetzt in die Bewegungsphase der Death Guard. Bewegungsphase der Death Guard ist vorbei, der musste mal erzählen hier. Also, ich habe die Poxwalker weiter aufgeteilt, denn ich habe festgestellt, großer Fehler, den wahrscheinlich alle von euch schon mal gemacht haben, durch genaues Nachmessen habe ich vorher eigentlich immer nur 1,5 Zoll auseinandergestellt, anstatt 2 Zoll die Minis. Und man sieht, durch 2 Zoll, gerade da drüben, kann man nochmal viel mehr Board Control rausholen. Also immer nachmessen, Jungs, seid euch nicht zu schade drum. Gibt euch auch die geilen Messer von AOS, ne? Die Jungs haben da immer die Jungs damit. Die, ja, beiden, schon gut. Die beiden Zauberer sind nach vorne gerückt, die wollen jetzt auch ein bisschen was machen. Wobei ich muss gerade nochmal meine Bewegungsphase nochmal kurz überarbeiten, weil ich sehe, ich habe hier keine 6 Zoll. Das muss ich noch machen. Er hat sich nach vorne bewegt, der will sich jetzt im Nahkampf prügeln. Hier bin ich nach vorne gegangen. Der Trick daran da, ich erkläre es einfach mal gleich für unsere Zuschauer, ist, ich wollte ihm nicht ermöglichen, wenn er hierher kommt, sich nach vorne bewegt, in die Drohne reinchargt, kann er mehr Zoll machen, als wenn ich ihm entgegengehe. Und die Drohne wird so oder so sterben. Das ist der einfache Trick dabei. Das reicht halt fürs Missionsziel. Genau, mehr sollst du nicht machen und halt ihm, also dir Bewegung klauen. Da hätte ich jetzt, ich habe gehofft, dass du es so machst, weil, also da würde es durchs Nachpeilen immer noch reichen, dass ich ans Missionsziel komme, ne? Das ist das Gute. Aber wenn ich hier gestanden hätte, ja. Also du wärst so oder so, ich wollte aber das Missionsziel halten und sterben wird er so oder so. Ich hätte halt mit der bis auf eine 1,1 Zoll dran und dann, dann wäre ich nämlich nicht mehr ans Missionsziel gekommen. Aber gut, danke dafür. Wir haben beide unsere Tacking. Hier die Jungs müssen sich noch entscheiden, ob sie darauf gehen wollen oder darauf gehen. Das wird sich noch entscheiden. Die Jungs haben sich aus dem Nahkampf gelöst, einfach um Drago nicht einfach so raufhauen zu lassen. Ja, ja, ich habe keine Lust drauf. Ja, und dann kommen wir gleich in die Zielphase. Ich muss nur noch mal gleich noch mal hier nachpeilen kurz. Aber mache ich dann danach, genau. Weil mit dem passiert jetzt nichts. Ich werde versuchen, alle Psy-Kräfte auf mein Lord of Contagion raufzuzaubern. Als erstes machen wir Klingen der Fäulnis auf ihn. Ja. Das würde mit einer 5... Wer macht denn das? Er macht das. Das würde mit einer 5 klappen. Ja, dann bannen die das. Nee. Ist das dein Ernst? Das kriege ich jetzt... Das gibt's doch gar nicht. 3. Ach stimmt, das ist ja eine 3. Ja, gut, alles klar. Das kommt also durch. Ja, sind es trotzdem Perils? Nein. Nee, ich glaube nur beim Zaubern. Dann mache ich Gabe der Verseuchung auf die. Ich will die praktisch schlechter machen. Das schaffe ich mit einer 8. Wer hat das gemacht?
Auch wieder er. Das heißt, kannst du mit dem Paladin Squad abwürfeln? Eine 7 brauchst du. Das ist gebannt, so Schade. Oder so. Mit einer 11, 12. Dann Vitalität der Verwesung auf ihn rauf. Teilfest. Auf eine 6, genau. Schaffe ich. Also, nee, auf den. Ja. Kann das. Zoll, das könnte eng werden. Nee, das reicht nicht. Drago? Nee, das reicht nicht. Achso, Drago? Doch, Drago kann. Ich weiß aber nicht, ob er ihn sehen muss dafür, aber ich glaube nicht. Das ist auch gebannt. Mit einer 10. Und dann Vitalität der Verwesung. Oder was habe ich denn gerade gemacht? Miasma der Pestilenz oder Vitalität der Verwesung? Ich glaube Vitalität der Verwesung. Gut, dann Miasma der Pestilenz noch auf. Da gönne ich mir. Ich gönne mir den Reroll. Drago kann ja, glaube ich, 2 bannen, ne? Das oder? Kann sein. Ja, gucken wir mal. Nein, also so oder so nicht. Alles klar. Das würde dann hat er wenigstens auch noch Miasma der Pestilenz. So, und dann würden wir in die Schussphase kommen. Schade, haben wir nicht drauf gekriegt jetzt. Schöner Anblick gewesen. Ich gebe 1 CP aus, um mit ihm schießen zu können, als wenn er sich nicht bewegt hätte. Ja. Das heißt, er schießt die 2 Laserkanonen auf den Predator rauf und seine Predator? Beiden, auf Razorback. Den Razorback. Ja. Und die beiden, die Seuchenwerfer auch. Ja. Also den Dings. Und dann muss ich mal nachmessen, aber nee, es reicht aus. Den Heavy Slugger schieße ich in dein Strike Squad. Ja. Also erst die beiden Entropiekanonen, die treffen beide. Und verwunden auf die 3 würde einer verwunden. Komm, den einen reroll ich. Ja, sind 2 Stück mit DS minus 3, glaube ich. Echt? Ja, also mindestens minus 3. Oh oh. DS 4. Ja, dann habe ich nichts mehr. Gut, dann 2 W6. Sind 7 Schaden, hat er noch einen. Dann W6 Schuss von dem. Nee, der hat noch. Ja, genau. Ein Schuss vom Mörser, der trifft nicht. Okay. Und dann der Heavy Slugger hinterher. Der hat 4 Schuss. Verwunden alle. Auf deinen Strike Squad. Auf die 4. Warte. Also die ist minus 1. 2-mal. Uiuiui. Ja, okay. Gut. Dann möchte er da rauflämern. 2 W6 Schuss. Sind nur 5. Aber er ist auch schon geschwächt. Auf die 5 sind 2 Wunden. Minus? 1. Dann hält er es, glaube ich. Ich glaube, der hat einen 2er. Muss ich mal gucken. Jo. Ja, hat einen 2er. Super. So, das wäre es in der Beschussphase gewesen. Dann kommen wir in die Charge Phase. Hau raus. Die da. Mein ne? Chef möchte in die Paladine chargen. Ach du Alarm, okay. Der Incinerator, D6 Schuss, sind 4. Das ist okay. Der hat, glaube ich, Stärke 5, ist das richtig? Stärke 6 sogar. Auf die 3, ne? Mhm. Oh, dann 4-mal minus 1. Hält alles? Ja! Also die Rüstung hält. Das ist echt ein mieses Vieh, ey. So, jetzt die Stormbolter. Oh. 50 Cent? Nee. 6. Das sind ja mal 3 Stück. Ja. Komm, nehmen wir andere Würfel. 2 Stück. 2 Stück, auf die 2. Ja, so, endlich mal. Ignorieren, halten beide. Nee, was? Der hat den Warlord Trade auf die 4 plus. Ach du Alarm, okay. Widerlich. Okay. Ratsch. In die Paladine rein. Schafft er auf jeden Fall. Gerade so. Mit einer 7, ne? Zahl des Nagel. Gut. Noch jemand ohne Fahrschein. Ja, die Jungs möchten gerne in deinen Dreadnought. Dreadnought chargen. In den anderen nicht? Nee, in den anderen lieber nicht. Okay. 2 Sechsen. Ups. Die 3. Ja, 2-mal minus 1. Beide durch. Verletzung ignorieren. Halten beide. Hä? Wahnsinn. War das eine 5? Ich sehe mal bei den Würfeln nicht durch. 5 und 6. Habt ihr noch einen Stormbolter da unten drin? Ich glaube, der hat noch einen Stormbolter. Nee. So, 9. Dann die 9.
Das reicht nicht. Ich gebe einen Reroll aus. Habe ich in der Charge Phase noch nicht? Nein! Ja! Wenn wir gleich hier zwei abziehen. Dann kriegt er mein Missionsziel. Ach, schön. Okay. Dann bewegen wir uns mal. Genau. Ihr wird zugehauen. Ich gebe jetzt erstmal 1 CP aus für den Dreadnought. Weisheit der Alten. Trefferwürfe von 1 wiederholen. Ich greife hier zuerst an. Ja. Sind 4 Attacken. Treffen auf die 2. Ja. Keine Einsen wiederholen. Den wiederhole ich. Ja. Ich gebe also 1 CP aus. Sind 4 Treffer. Dann verwunde ich eigentlich auf die 3 mit Stärke 6. Aber ich habe meinen Blade auf fast nicht gesehen drauf. Ja. Das heißt, auf die 2 sind 4 Stück und 6 machen Mortal Wounds. Wie Mortal Wounds? Ja. Eine oder was? Genau, eine Mortal Wound noch zusätzlich. Okay, das machen wir dann danach, ne? Mhm. Die haben ja dann, glaube ich, immer nur. Ah, ja, okay, dann. Ja, gut, die werden ja sofort zugeteilt, ne? Genau. Dann kriegt die Hellebarde das. So, dann. Viermal auf die. Wie viel Schaden? Auf den Retter. 3 Schaden fett. Cool, dann würde ich das auf. Muss ja auf den, der die Mortal Wound hat, praktisch zuerst. Dann legen. Genau, so, dann würde ich das auf dieses Ding hier machen, weil der einen 4er Retter hat. Steht. Noch 2 Stück. Warte mal, gebe ich einen Reroll aus. Ich habe noch 4. Nee, komm, dann ist der weg. Dann noch die 5. Das wieder einer weg. Und wieder einer weg. Dann sind 3 weg. Hat er doch gut zugehauen. Der, der und der. So, und dann gebe ich 2 CP aus. Und willst du dazwischen hauen? Und dann haue ich da dazwischen. Der da, auf die 3. Einsen wiederholen. Ja, und dann auf die 2 wahrscheinlich. Mit seiner Dreadfist. Stärke mal 2 bestimmt, ne? Jo. Jo. 3 mal mit minus 3, bitte. Auf die 4. Hält 1. Wie viel Schaden? 3 flat. Dann der erste. Hält. Und dann geht nur einer. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Genau, das ist der Ernst. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Eine Lebenspunkte. Was ist denn das? Das heißt, das ist doch eine 4. 5 und 6 und 3. Und das eine hält nicht. Eieiei. Hier, Robert, so sieht die 4 aus. So. Ach so, ja, alles klar. Oha, ja, dann haut zurück. Dann sind es leider nur noch 5 Attacken, die da zurückkommen. Mhm. Auf die 3. Einzeln darf ich wiederholen, weil Seuchenwaffe. Aber. Das ist verwundet, aber nicht mit einer 2, ne? Genau, nee, ich muss mal nachgucken jetzt, wie viel, was die machen, das weiß ich nämlich gerade nicht. Sensen sind schon hart, aber nicht auf die 2. Ich glaube Stärke 7, also auf die 4. Ja, das heißt, sind nur 2 oder was? Einer. Genau, ich will nur nachgucken, ob die. Ja, solche Waffen uns nur eins wiederholen. Also. Einmal. Das D ist minus 3. Gut, 6er. Nein, wie viel Schaden? 3 also, flat? Ich wäre gerne noch so nachgeballt hier ungefähr. 3 flat? 3 flat, ja. Und dann hat er noch 5. Gut, und dann dürfen wir da hinten noch zurückhauen. Was wackelst du dich denn da hin? Ich will dich gerade einsperren. Ja, der will da eh nicht raus, der will nur zuhauen, der Gute. Ja. Terminator Squad. Die müssen den jetzt umhauen hier, den Kerle. Auf jeden Fall. Voilà. Ja, dann haben wir einen mit Schwert. Das ist auch unser Chef, weil der hat eine Attacke mehr, das ist ganz wichtig. Der haut auf die 3 zu. Ups. Jo, das sind alle. Und dann hat er das Schwert, weil es ist ja ein ganz normaler Force Sword, Stärke 4 auf die 5 also nur, ne? Mhm. Einmal bitte mit minus 3, glaube ich. Warte. Ja, minus 3. 4er Retter, hält nicht und... D3, ist leider nichts mit Flat, 3. Jetzt fehlen mir die Würfel, wo bin ich mir die ganze Würfel? Ja. Dann einmal mit Hammer. Der kriegt jetzt nur noch auf die 5 wahrscheinlich. Weil der trifft ja sowieso minus 1. Ach, Mann, ey. Ja, das ist schlecht. Darf ich irgendwie eins wiederholen? Nee, das ist kacke. Weil Miasma, und der hat noch einen jetzt, ne? Genau. Gut, dann, ja, bist du nicht drin. Ja, dann 10 mal Punkte.
Also ich halte Missionsziel 1. Ja. 2. Ja. 3, 4, 5. Genau, du kriegst 5 Punkte und? Und schreiben wir erstmal die ein. 1, 2, 3, 4, 5. So, und dann haben wir jetzt Folgendes. Und zwar halte ich wieder... vier Runden, noch nicht. Hier mit 3 Missionszielmarke halte ich. Ja. Und dann hatte ich ja die eine Mission, die 3 war das, glaube ich. Ne? Ich muss am Ende 2 aufeinanderfolgender Spielzüge eine Einheit... Das hast du jetzt auch erfüllt, weil du hast ja schon 3 Mal. Ist ja jetzt die nächste Runde wieder. Achso, also weg, so ja. Spielstrecken. Okay. Und zwar muss ich am Ende 2 aufeinanderfolgende Spielzüge, Spielerzüge, das wäre... Nach meinem. Ist das nicht ein Spielzug? Spielerzüge. Spielerzüge sind... Spielzug, Spieler... Nee, das bist du, das bist nur du. Das heißt, hier hast du es auch. Also hier habe ich das auch das erste Mal erfüllt. Genau. Und dann die 7 ist ein großes Modell runterbringen, das habe ich nicht. Okay, Bewegungsphase Grey Knights. Bewegungsphase ist rum. Stehen geblieben, hier rüber. Die sind nach vorne, die sind aus dem Nahkampf raus. Er ist Richtung Drohne, der kann nicht. Die sind nach vorne. Drago ist auch nach vorne. Zielphase. Er hier, Smite auf deine Jungs da. 12. Also W3, ne? Das sind aber keine Dämonen, oder? Nee, aber du musst doch. Hast du nicht den stärkeren auf die 12? Guck mal nach. Oha, warte mal. Ich glaube, das habe ich nicht bei denen. Ich muss mal kurz nachgucken. Wegen der Verbannung? Ja. Ja, unabhängig davon, ob es 10 oder mehr sind. Genau, also ein. Hält nicht, also kriegt er eine Wunde. Smite. Das ist eine 3. Okay. Aber halt. Das ist ein. Warte, ich wiederhole einen. Da habe ich keinen Bock drauf. Dann hast du deinen letzten CP weg. Ist egal. Aber dann hättest du es durch. Gereicht. Wieder eine. Safe. So, er, Smite. Wer smitet jetzt? Er hier. Smite. Hm. Nächste Pearls. Kannst du nicht mehr wiederholen? Alter. 2 Schaden. Okay, dann möchte er noch machen. Dann möchte er noch machen Sanctuary auf ihn. Das geht auf jeden Fall durch. Mhm. Das ist wichtig. Und dann haben wir ja noch eine, ne? Waren ja erst 2, oder? Ja. Dann macht er noch Astral Aim auf das Ding einfach. Obwohl. Ja, warum nicht? Geht auch durch. Die Smite auf ihn. 8. Ups. Ui. Das wird's wichtig. Nee, hält nicht. Komm, gebe ich ein CP für aus. Hält. Smite auf ihn. Das ist eine 6. Hält. Ist das dein scheiß Ernst? 3 BP noch. So wie zum Sinne, die smiten den sicher raus. Ja, das hätte ich der ja auch gedacht. Der muss überleben. Okay, er hier. Smite auf die Drohne. Das ist eine 9. Achso, nee, du musst ja Schaden auswählen. B3 ist ja ein Dämon, ja. Genau, also eine. Eine. Ich stehe noch mit einem Lebenspunkt da. Okay, Drago, Hammerhand auf sich selbst. Das ist eine, 12. Also genug. Und noch Smite. Das ist eine 7. Willst du nicht mal bannen irgendwann? Stimmt, ich hätte ja da schon bannen können. Das habe ich vergessen. Ja, habe ich vergessen. Mein Fehler. Ups. Schmeiß aber die Würfel durch die Gegend. Da gibt es einen Schaden für dich, ne? Da hinten. Lass erstmal liegen. Genau, hier gibt es einen Schaden. Okay. Ja, gut. Dann kommen wir in die Schussphase. Razorback schießt jetzt in den Idioten hier rein. Den Stormbolter erstmal. Auf die 4. Auf die 4. Und auf die 5 einmal. Es ist nicht dein Ernst, der erste gleich. Ja, ich zieh den Wiederholungswurf. Gut, dann die 2 Laserkanonen. Auf 4. Jawohl. Und verwundet. Hält. Och, Dennis. Bitte mehr. Mhm.
Dann kommen die ganzen Stormbolter jetzt auch noch da rein. Es hilft nichts, dann müssen wir da... Auch da auf die vier. Ja, das macht nichts. Treffen wir jetzt alle. Nicht alle. Oha. Auch nichts wiederholen. Auf die Fünfen. So, dann, oh, der ist aber gut. Dann haben wir jetzt aber mal 5. Oha. Nee. Jetzt ist er weg. Da ist er richtig weg. Ja, du hast noch viermal deinen widerwärtig 10, ne? Stimmt. Nee, jetzt ist er endlich weg. Eureka, er geht. Super. Feldkontrolle kommt zurück. Okay. Dann, das möchten wir nicht schießen. Der schießt mit seinem, ich muss mal gucken. Ach Mann, ey, warum schießt man mit dem hin, dem Idioten hier? Da kann er eigentlich nur da schießen. Ja, der hat ja die... Wie Reichweite hat er? 24 Zoll, das reicht auf jeden Fall. Ja. Komm, die schießen wir jetzt in deine Marines. Psy-Cannon, Psy-Cannon. Sind noch 6 Schuss, ne? Jo! Hat sich bewegt, heavy. Mhm, also die 3. Auf die 3, ich glaube vorhin hätte ich auch auf die 3 treffen müssen. Weil es gilt ja als bewegt. Aber. Auf die 3. Alles mit minus 1. Sind 5 Stück. Ja. Auf die 4. Jeweils 2 Schaden. Oh. Also muss ich das erste Modell. Tot. Zweite Modell. Tot. Dritte Modell. Held. Viertes Modell ist tot. Super. Also sind sie alle weg. Ich hätte auch schon am dritten. Viertes Modell. Beim dritten hättest du eigentlich auch schon aufhören können. Okay. Kaldor Drago schießt seinen Stormbolter da hinten in die Poxwalker rein. Der zählte nicht. Jo, trifft alles. Einmal. Oder Widerstand 4, ne? Mhm. Haben die jetzt auch Widerstand 4 wegen Typhus? Dann geht einer. Gut. Dann. Nahkampf. Regulärer Nahkampf. Da bin ich ja dann zuerst dran. Es sei denn, du interruptest. Aber du hast auch nur noch wenige CP. Du hast auch nur noch 2, ne? Genau. 3. Du hast eben. Ja. Ja, dann bin. Der charged in deine Drohne. Also. 2W6. 8 Schuss. Auf die 5 mit DS-1. Sind 1 dafür wiederholen wegen solchen Waffe. Sind also 3 Stück auf die 3. Minus 1. Hält alles. Charge. Drin. Gut. Das ist das Gechargte. Dann war's das. Gut, ich hau zu. Möchte dich mal sagen. Endlich haut er mal zu. Der hat ja jetzt diesen Relikthammer, da muss ich nochmal gucken. 5 Attacken auf die 3. Dürfen wir einen wiederholen für den Grandmaster. Sogar alle, glaube ich, ne? Grandmaster, machen wir gucken mal. 1 wiederholen. Iha! Auf die 2? Nein. Wieder schon 7. Ja. Aber warte mal, der hat ja Stärke mal 2. Stärke mal 2, auch das Ding, alles klar. Also trotzdem auf die 3, ne? Einmal bitte. Ah, komm, den halte ich jetzt. Mit minus 4. Dämonenretter, jawoll! Das ist ja wohl ein Scherz, ey. Und ich würde gerne meine Gegenoffensive starten, Robert, für meine letzten 2 CP und da zuhauen. Alles klar. Mit 5 Attacken. Jo. Nicht gut. Auf die 3, auf die 5. Zweimal mit DS minus 3, also auf die 6. Nein. Ist er weg? Muss noch würfeln, ob er explodiert? Nein. Der ist weg. Sehr schön. Das ist ja wohl nicht. Also so scheiße kann man doch schon wieder gar nicht würfeln, ey. Das ist bitter. Das ist schlecht. Na gut. Okay. Das lief anders als geplant. Die Würfel waren jetzt gegen mich. Den Punkt habe ich natürlich jetzt nicht, weil der Grandmaster Nemesis Dreadknight es nicht geschafft hat, eine Drohne mit einem Lebenspunkt wegzuhauen. Taktisch gut gespielt von mir, würde ich sagen. Das hat nichts mit Taktik zu tun.
Ja, 2 Punkte. Ein Punkt. Ja, das ist schlecht. Jetzt ist es ist rum hier. Aber du hast eine Einheit vernichtet, Robert. Das ist die erste Einheit, die überhaupt vernichtet wird. Das bringt ja nichts. Es geht ja um Modelle hier, ne? Du kriegst ja noch Allgemeinpunkte. Das ist für Einheit vernichtet, war das nicht so? Nö, nö. Ah, das war bei ITC dann. Genau. Ja, das war's. Runde 4. Ich muss mal gucken, ob ich hier... Ach so, das halte ich natürlich wieder. Hier mindestens 4-mal gehalten. Da sind wir jetzt bei 3. Ja, ansonsten habe ich hier nichts. Das bräuchte ich, habe ich nicht gemacht. Und das andere habe ich auch nicht. Ja, okay, alles klar. Dead Guard. Bewegungsphase ist vorbei. Die sind stehen geblieben. Dennis, Drohne zurück. Drohne habe ich zurückgezogen, alleine weil ich hier rumflämern kann nochmal. Ich habe ihn in das Viertel gesetzt, damit ich da noch den Punkt bekomme. Mhm. Ja, ansonsten hat sich gar nicht viel bewegt. Das war's, aber ich muss hier nochmal gucken, ob das gleich passt mit den 6 Zoll. Dann muss ich wieder schauen. Ja, ansonsten gehen wir gleich zur Schussphase über. Ich mache noch schnell den Move und dann. Willst du nicht auch noch Psi-Phase machen? Stimmt, Psi-Phase wäre auch noch ganz interessant. Ich. Das lege ich mal hier hin. Muss ich mal gucken. Was hier vorne lag. Komm, dann mache ich einmal Miasma der Pestilenz. Zaubert er auf sich selber rauf. Mhm. Mit einer 11 schaffe ich das. Das kannst du versuchen zu denialen. Drago? Nee, reicht nicht. Drago durfte nicht reichen. Wer hat das gezaubert? Nee, Drago reicht nicht. Er selber. Also Typhus selber. Okay, dann macht der Grandmaster das. Nein. Dann zaubert er noch einen Smite in die Jungs rein. Ja. Mit einer 5 schafft er das, da solltest du aber locker abwürfeln. Das denied sie selbst, jawohl, denied. Und er zaubert auch noch Smite in die... Nee, er zaubert Gabe der Verseuchung auf die rauf. Mit einer 12 schafft er das, gönnt sich auch gleichzeitig seine Perils, 2 Stück, kriegt er auch 2 Schaden. Ich gucke gleich mal nach, wie viele Lebenspunkte er hat, ich vermute mal irgendwas um die 5. Ja, ich glaube, das kann ich auch nicht bannen hier, ne? Du könntest eine 12 würfeln. Close. Aber Gabe der Verseuchung würfeln wir dann aus. Und ich habe halt auch eine 12, ne? Aber ja, und du brauchst eine 13. Ja. Und dann zauber ich noch Smite in die rein. Schafft er nicht. Ja, das war's mit der Psi-Phase. Kommen wir zur Schussphase. Flamet da rein. Ja, in die Paladine. 2W6. Das sind 5 Stück. Einzeln darf er wiederholen, weil Seuchenwaffe sind. Waffe. Ne, sind aber nur 3 Stück. Er ist auch nur schon nur noch auf die Stärke 4. 3-mal DS-1 auf die 3. Auf die 3 waren es. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, ob der Terminal. Das sind ja Termis. 2er Rüstungswurf. Dann müssten sie auch hier einen 2er haben. Genau. Bei den Grey Knights. Ja, dann geht einer durch. 2 Schaden praktisch durch. Okay. 2 Schaden. Ja, ja, du hast eine 3 und. Eine... Nee, einer. Entschuldigung, einer. Okay, dann ist einer da auf einem. Hämmerchen. Moralwert übrigens war vorhin safe, Leute. Das haben wir off-cam gemacht. Dann die 2 Laserkanonen auf den Razorback rauf. Die treffen beide. Ja. Verwunden beide. DS-4 waren das, glaube ich, sogar. Das war 4? Ja, ja, das war doch der krasse Schuss. Ich guck mal, ob er... Würfel einfach mal unter der 6 würfelst. Nein. Also, ja, dann ist er so oder so weg. -4 hätte ich eh nichts. Nee, ist DS-4. Okay. Also ist weg. Ist weg. Und die Heavy Slugger Schüsse in die Jungs da rein sind eine Runde mit dir ist -1 auf die 4. Also nein. Noch einer. Ja, das war's soweit im Beschuss. Ansonsten mach ich gar nichts, das war's. Okay. Ich bewege mich nicht weiter. Ja, kriegst du gleichen Punkte wie vorhin? Genau, 1, 2, 3, 4, 5 mache ich. Ich töte das erste Mal. Wollen wir gleich hier rübergehen? Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ich schaffe wieder mein Missionsziel, dass ich 3 Missionsziele mache. Hier sind wir erst Runde 4. 4 Runden gehalten. 3. Das bist du auch mit der 14. Hier. Genau, habe ich einen Strich mehr gemacht. Dann müsste ich es aber 5 Runden halten. Ja. Mindestens 3 Runden. Warte mal, das hast du. Das erste Mal war nach 2. Striche machen, vergessen. Genau. Hast du jetzt 2-mal erfüllt oder nicht? Nee, warte mal, ich muss es mindestens. Ach nee, das 2 ist ja Spielzüge jedem hintereinander. Mindestens 5-mal erfüllt.
klären wir gleich nochmal off-camera. Ja, das musst du ja, also das und dann kommt sofort das. Also du hast es einmal erfüllt, jetzt hast du es dreimal, also zwei, anderthalb Mal erfüllt quasi. Jetzt fehlt dir eine, dass du es dreimal hast. Genau. Und dann hier, ich habe das erste große Modell kaputt gemacht. Ja. Das heißt, ich habe auch hier einen Siegpunkt geschafft. Ja, oha. Ja, das war's mit den Punkten jetzt. Ja. Und dann ist der Ober dran. Mhm. Alles klar. Bewegungsphase. Bewegungsphase ist vorbei. Die Jungs sind hier hinten hin. Die sind advanced nach hier hinten. Er hier ist dazwischen durch, dass er noch das Missionsziel hält und noch irgendwie ein bisschen was machen kann. Drago ist nach vorne. Und dann kommen wir in die Psi-Phase. Dann machen wir erstmal Gate of Infinity mit Voldus auf die Paladine. Das geht durch. Dann nehme ich die gleich vom Feld, stelle sie neu auf. Dann machen wir noch Smite auf die Thermis. Das geht auch durch. Hält. Mann, Smite auf die Thermis. Ja, nochmal. Nee, geht eine Wunde. Geht einer? Ja. Gut, dann möchten wir gerne Sanctuary machen mit ihm auf sich selbst. Das geht durch mit einer 9. Wann? Ja, soll aber abkommen. Dann hat der Sanctuary hier hinten. So. Okay, Gate of Infinity. Dann will er noch Hammerhand auf sich selbst machen. Das geht nicht durch mit einer 4. Und was hat er noch? Purge Soul. Jo. Oh, das klappt doch ganz gut gegen die, ne? Ja. So, Purge Soul. Zwei, also wir beide werfen einen D6 gegeneinander. Erstmal musst du würfeln, ob es klappt. Achso, ja, richtig. 5. Ja, geht durch, gerade so. Würde ich versuchen abzuwürfeln? Nee, reicht nicht. Da, ich habe eine 5. Ich habe eine 3 und ich habe Moralwert 4. Gut, ich habe Moralwert 9, glaube ich, mit Drago. Das heißt, ich würde 7 Modelle verlieren, ne? Das ist korrekt. Warte. Ja, 9. Das ist aber auf den Trupp hier, ne? Ach so. Okay, der macht spannend. Gut, ja, dann haben wir noch, ich weiß nicht, ob das 2, ja, kann er nicht 2, er hat, nee, ich glaube nicht. Ja, passt, dann stelle ich die Paladine neu auf und dann geht's weiter. Die stehen jetzt hier hinten, 9 Zoll von den Poxwalkern weg. Dann fangen wir direkt an zu schießen und zwar macht er jetzt seine 6 Schuss Heavy Psi Cannon in die Drohne rein. Auf die 3. Dürfen wir eins wiederholen mit dem? Mit dem Chef? Ja, ja, da dürfen wir eins wiederholen. Ne? Ja, sind trotzdem nichts. Und einmal mit minus 2, glaube ich, war das. Ja, mache einfach mal. Würde durchgehen. Ja, 2 Schaden, flat. Der hast du auf die 5 verwundet? Nee, 4. Das schafft er nicht, der hat wieder schon 7. Was haben wir da jetzt? Ach Mann, was haben wir denn da? Das ist da, glaube ich, 4. Ich habe. Du hast Stärke 6, DS 2, 2 Schaden. Richtig. Achso, du hast ja wieder schon 7, ne? Genau. Das heißt, ja, dann, keine war, das, dann war das gar nichts. Oh Gottes Willen. Die Heavy Psi-Cannon hat natürlich Stärke 7. Dann würfel ich noch, ob er explodiert. Ich gucke nach, ich glaube, der explodiert sogar auf die 5+. Ist ja klar wieder. Ja, auf die 4+ sogar. Wie viel, in wie viel Zoll? Was hier jetzt schon 7 weg? 7 Zoll. Ja, dann hau also, rein. Trifft ihn auf jeden Fall. 2 Mortal Wounds. 2 Mortal Wounds, dann ist er runter auf 10. Wow. Das ist nicht schlecht. Du musst richtig Angst haben. Ja, aber. Naja, okay. Dann schießen wir. Hier bist du noch eine, Entschuldigung. Auf 4+ bekommst du einfach eine Mortal Wound. Okay, dann hat er noch 11. Dann schießt Drago da hinten auf die Poxwalker. Ja. Und. Auf die anderen da. Die da. Okay. Halt, das wären nur 2 gewesen. Sorry. Die sind ja jetzt weiter weg. Das sind nur 2. Auf die da. Nee, er hat 24 Zoll. Beim Terminator geht der Bolterdrill. Ach so, dann sind es doch 4. Ja. Also dann. Nee, dann haben die wieder schon 4. Okay. Wenn du auf die schießt. Dann, ja, dann sind es nur. Dann ist einer weniger. Halten 3 Stück. Also gehen. Ist aber dann einer weniger, ne? Einer geht raus. Naja, ja, jetzt wird es durcheinander hier. So. Die sind advanced. Dann haben wir nicht mehr so viel. Wir gucken mal. 4 Stormbolter. Ach nee, sind ja 8 Schuss. Auf den Terminator da.
Der einen sind wiederholen wegen Voldos. Ja, das sind schon mal 4 Stück. Und fünf. Auf die 2. Einer hält nicht. Kriegt er einen Schaden. Super. Okay, dann Charge. Drago in die Foxwalker. 5 Zoll. Du brauchst nur 6. Paladine in die Foxwalker. Da brauchst du nur 9. Hab ich. Wie viel hast du? 9 richtig? Richtig, 9, ja. Gut, super. Dann die hier in den Kollegen hier. Reicht auch. Und der bleibt da stehen, wo er ist. Hilft nichts. Dann aktiviere ich zuerst da hinten die Paladine, würde ich sagen. Die da aktiviere ich zuerst. Ich würfel mal hier noch die Mortals. Nee, welche Fähigkeit sie kriegen. Ach so, minus 1 Widerstand, also das, was sie, was ja wenigstens stört. Minus eine Attacke wäre gut gewesen. Ja, okay. Dann haben wir hier die beiden. Da haben wir krass, der Chef hat 2 Attacken und der andere eine auf die 3. Ja. Stärke 4. Das ist 2x minus 3. Ja, einmal geht durch. Für 2 Schaden. Steht ja mit einer Wunde. Diese Idioten, ey. Darfst du da noch zuhauen? Paladine, der Chef ist dabei, glaube ich, mit 3 Attacken auf die 3. Und Widerstand hast du 4. Ich habe 3 nur. Gut, dann 2x mit minus. Ja. Du triffst auf die 2. Die eine 2 darfst du noch würfeln. Oder? Wieso treffe ich auf die 2? Du triffst auf die 2 im Nahkampf. Mit den Terminatoren. Sind es, oder ist, nein. Wie viele Wunden? 2 Stück. Achso, für wie viel Schaden? D3. D3, also ich habe jetzt. Achso, du hast ja nur dein Widerwert auf 10, ne? Dann habe ich jetzt den einen schon abgewürfelt. Also 2 Modelle sind weg. So, und jetzt einmal muss ich 3 abwürfeln. Hey, zweites Modell tot. Nee, sie springt nicht über. Das sind ja. Das ist ja. Stimmt. Das Modell ist auf. Der Schaden also ist auf 1 Modell. Modelle tot. Gut, dann haben wir noch den Hammerkerl mit den krassen 2 Attacken auf die treffen beide so. Und dann haben wir ganz easy auf jeden Fall nicht mit einer 1. Wie viel Schaden machen die? Der macht auch W3. Warte, nee, der Hammer macht mehr. 3 flat. Ach, stimmt. Wieder einer weg. Stimmt einer. Okay, gut. Dann ja, war's das. Dann darfst du hier noch zurückhauen. Genau, dann haue ich da mit 3 Attacken zurück. Auf die 3. Auf die 3. Zweimal DS-3. Also dann. Nicht schlecht. Ach, Mann, ey, ich habe jetzt gehofft, dass ich eins da stehen lassen kann. Dann hätte ich das Objekt nämlich gehalten. Ja, dann war's das jetzt. Du hast vorhin noch überlegen, ob du Sanctuary auf die zauberst. Genau, aber ich dachte mir, gut, da wird jetzt ein Modell stehen bleiben, dachte ich mir, dann halte ich das, den Marker. Und hier peile ich noch nach. Ja. Da können also 2 Jungs zuhauen, 4 Attacken. Die Paladine kriegen von den Poxwalkern zurück. Terminatoren, die Paladine. Terminatoren, ja. Das sind ja eigentlich Paladine, aber ich spiele sie als Terminatoren. 4 Attacken auf die 5. Ja, das ist nix. Doch, diese scheiß Würfel, ey. Ein Treffer und da sie nur noch Widerstand 3 haben, ja. Verwunde ich nicht. Ach so, ja. Gut, Dennis. Ja, Mensch. Okay. Gut. Dann deine Punkte. Ja. Du hältst. Das da. Und das natürlich nicht. Das natürlich nicht. Das ist schlecht. Okay, gut, wir gucken gleich mal. Dann hier traurige 2 Punkte. Den Marker habe ich jetzt 3-mal gehalten, den einen, also hier den da. Und ansonsten von den anderen auch nichts. Dann kommen wir jetzt in die Bewegungsphase der Death Guard. Die Bewegungsphase ist vorbei. Es hat sich nichts getan, außer dass Typhus hier in Deckung gegangen ist. Also Dennis spielt jetzt auf Safe-Punkte und gut ist. Und dann kommen wir in die Psi-Phase.
Da versucht Typhus auf sich selber Miasma der Pestilenz zu zaubern. Ja. Das schafft er mit einer 7. Das denyen die da nicht. Also kriegt er Miasma der Pestilenz. Mhm. Die Klingen der Fäulnis zauber ich auf den Trupp rauf. Mit einer 9 schaffe ich das. So, dann... Warte mal. Nee, mach mal weiter. Vitalität der Verseuchung zauber ich auf die rauf. Was macht das nochmal? Perils? Perils, 2 Lebenspunkte hat er noch. 2. Tot? Nee. Nicht tot. Ich hätte hier vorhin übrigens auch noch Dings würfeln können eigentlich. Habe ich gar nicht gemacht. Und die Gabe der Verseuchung zauber ich auf ihn rauf. Das möchte ich bannen. Also, schaffe ich nicht mal. Ach so, okay. Dann hebe ich mir den Bannwurf fürs nächste Mal auf. Okay. Dann schieße ich die Entropiekanonen. Den Mörser schieße ich auf die Jungs rauf. Den Heavy Slugger schieße ich auf die Jungs rauf. Und komm, gehen wir auf Safe. Ich nehme auch beide Laserkanonen. Ja, der will mir die Punkte wegnehmen. Also die 2 Laserkanonen. Treffen trifft einer. Wohnung auf die 2 plus. Warte mal, ich muss mal nachgucken. Ich glaube, solche Waffe, das heißt, einzeln dürfte ich wiederholen. Nein, das ist keine solche Waffe. Dann W6 Schuss vom Mörser. Auf die 4. Boah. Auf die 3 auf jeden Fall. Zweimal mit DS minus 2. Steht beides. Der Heavy Slugger. Alle 3. DS minus 1. Geht einer? Geht einer, ja. Bitte. Ja, ist egal jetzt. Okay, ja. Ja, das war's in der Schussphase und das war's auch ansonsten allgemein. Ich hau hier noch mit 1, 2, 3 Modellen zu. Das sind 6 Attacken. 2 Stück. 2 Runden. Safe. Mich da rausbewegen sollen. Und du bist dran, du darfst da noch zurückkommen. 3 Stück mit dem Schwertmann. Und 2x minus 4, also auf deinen Dingsbums, aber W3. W3 glaube ich. Einmal 3 und nochmal 3. Den ersten für 3. Hält nicht und der zweite. Das war knapp. Ja. Nee, hält auch nicht, egal ob ich die nochmal würfel. Gut, der Hammermann trifft beides. Ich funke mal, du peilst hier nach. Und verwundet beides. Das sind auch, glaube ich, Flat 3 jetzt. Ich glaube auch Flat 3. Weg. Der erste geht und der zweite geht. Gut. Gut, da hätte ich jetzt auf jeden Fall so... Nachgepeilt habe, also ich bin schon reingegangen. Ich so, habe schon die 3 Zoll bewegt. Sozusagen. Achso, also ja. Ja, dass ich dann hier so... Ne? Ja, gut. Punkte? Wer so kämpft? Ich habe aber mehr Modelle in, wie war das, 3 Zoll Reichweite oder so. Wenn du vom Mittelpunkt nicht drin? Nee, du musst ja vom Mittelpunkt ausmessen und dann bist du auf jeden Fall nicht drin. Hast du dieses also Objective Secured? Selbst vom Rand her nicht. Hast du diese Objective Secured mit den Dingern? Hast du, ne? Wir gucken ich mal. Ich schaue. Bewegungsphase ist vorbei. Der ist komplett hier rüber mit seinen letzten 4 Lebenspunkten, dass er den gerade so in Smite Range hat. Der ist stehen geblieben. Drago ist Richtung der Poxwalker. Die da hinten sind stehen geblieben, logischerweise. Der ist ein bisschen hier rüber. Und dann kommen wir in die Psi-Phase. Dann macht er hier erstmal Smite auf den letzten Typen da. Das wird durchgehen mit einer 5. Ach, der hatte nur noch einen Lebenspunkt, ne? Dann ist er weg. Scheiße, stopp. Fuck. Das wollte ich gar nicht machen. Ich dachte, der hat noch mehr. Durch deine blöden Würfel da, ey. Ist eine was? Jetzt an die Zuschauer ist noch. Ey, ich hab's eben wirklich falsch gesehen. Ich wollte ihn nämlich eigentlich chargen. Das geht mir total auf die Nerven. Mach den wieder dahin, das will ich nicht, will nichts meiden. Nein, ist gut, ich hab's gemacht jetzt. Dann macht er noch Gate of Infinity auf sich. Zaubert er sich weg. Ja. Zaubert er sich einfach dran, wieder weiter vorne. Sanctuary auf sich selbst. Das geht durch mit einer 8. Da würde ich versuchen, mit Dings zu bannen. Gibt eh nichts, komm.
Sag ich ja. Nee, gibt nix. Drago? Ja? Ah, warte mal, er kann ja zwei. Kann er zwei machen auch? Ich vergesse das immer. Nemesis Dread Knight. Cast 1. Nee, Cast 2. Super. Und Drago kann ja auch Cast 2, glaube ich. Ja. Ja, dann macht er noch Smite. Auf Typhus. Boah, 12. Der sieht Typhus nicht mal. Klar sieht er den. Der sieht den doch. Ja, dann nächste Einheit. Nächste Einheit. Wohin? Geht einer raus. Poxwalker. Ich bin jetzt wirklich der Meinung, der sieht den nicht. Also du kannst gerne mal von hier gucken, aber... Naja, dann geht halt ein Poxwalker. Ist, ja, glaube ich, sowieso nicht die nächste Einheit, Dennis. Das wüsste ich nicht mehr, aber... Ich glaube, es ist sowieso der Poxwalker da hinten. Ja, ich glaube sowieso, dass es Poxwalker die nächste Einheit ist. Gut, dann ein Poxwalker weg. Dann Drago, Hammerhand auf sich. Das habe ich gar nicht beachtet die ganze Zeit. Ach komm, versuch ich zu bannen. Nee. Smite. 7. Nee. Geht der nächste Poxwalker. Smite. 12. Nee. Damit halte ich das schon mal. Das ist gut. Warum hättest du den Nahkampf gewonnen, Robert? Ist egal. Nee, noch halt ist ja auch nicht. Ja, dann Schussphase. Drago schießt alles in die Poxwalker. Trifft. Die haben Widerstand 4. Mhm. Dann einmal. Geht durch. Durch. Poxwalker weg. Er hier mit seiner Knarre in die da rein. Auf die 3. Stärke 7. Auf die 3. Dreimal minus, also dreimal auf deinen. Es sind aber immer zwei flat, ne? Mhm. Achso, ja, dann geht, komm, dann mach ich das so. Ja, gehen 2. Und. Gehen 3. Gehen 3. Ja, gehen 3. Gut, alles klar. Warte mal, ganz kurz. Du hältst mit einem Trupp den hier, das geht nicht. Weil? Weil, das ist einfach so. Du kannst bei Ars Bellica nur mit einem Trupp nur ein Missionsziel halten. Übrigens. Wie lange ist denn das schon so? Länger Zeit auf jeden Fall. Das ist wichtig jetzt. Also das, die Regel würde ich auch nochmal dran. Ja, ja, nee, das zeige ich dir. Also das ist aber auch oft so im kompetitiven Spiel, dass du mit, das geht ja auch gerade so um Astra-Brigaden und so, dann könntest du, oder mit so Conscripts, da könntest du mit einem 30er-Block 3 Missionsziele haben. Das geht, also da müssen wir nochmal gucken. Ich meine, er ist auch die ganze Zeit hier rum. Nee, also ich bin mir wirklich sicher, dass es so ist. Wenn es so ist, dann ziehe ich mir locker zwei Dinge ab. Das ist ganz wichtig jetzt. Es fällt mir nur gerade auf jetzt hier. Okay, das suchen wir nochmal raus, zeigen wir euch. Das hatte ich mir nämlich auch schon mal überlegt. Wo können wir noch schießen? Nirgends. Der da vielleicht noch auf Typhus. Mit seinem 24 Zoll. Einmal. Nichts. Und ja, okay. Dann. Nahkampf. So, also Drago möchte jetzt hier noch mit einer 12 rein. Kann wiederholen. Dennis hat jetzt hier vorne den weggenommen, weil, wie gesagt, er kannte die Regel nicht, dass man jetzt mit einem Trupp keine zwei Missionsziele halten kann. Er probiert einfach. Nein. Und kommt 12. Nein. Gut, dann, ja. Da hinten halten wir, das halten wir. Soll ich einfach runternehmen? Die, ja, dann machst du den weg, dann rücke ich natürlich ein bisschen nach. Und dann kommen wir. Ja, dann zählen wir mal Punkte einfach. 1, 2, 3, 4 Punkte. Und Sekundärmissionen habe ich jetzt auf jeden Fall auch endlich mal was erreicht. Dann haben wir hier 4 Punkte und ich habe auch die 25 Modelle endlich mal vernichtet und habe hier 4 Runden diesen einen Punkt da gehalten. Das heißt, da kriege ich auch noch mal ein paar. Gut, dann kommen wir in die nächste Phase der Death Guard. Runde 6 übrigens jetzt. Die Bewegungsphase ist vorüber. Eigentlich hat sich nur Typhus bewegt, groß noch. Kommen wir also gleich zur Ziehphase. Jo. Ich versuche mir erstmal der Pestilenz auf Typhus drauf zu machen. Mhm. Schaffe ich mit einer 4 nicht. Mhm. Gabe der Verseuchung. Achso, nee, warte mal. Das muss.
So. Er versucht auf sich selber Klingen der Fäulnis zu zaubern. Mit einer 5 schaffe ich das. Das Band natürlich der Dings hinten. Jo, mit einer 7. Vitalität der Dings haut er sich auch auf. Also wird auf ihn raufgezaubert mit einer 9. Gut, das Band Rego. Nicht. Gabe der Verseuchung mache ich auf ihn rauf. Schaffe ich auch nicht. Also die Psi-Würfel sind wirklich super. Sehr schlecht. So, dann Schussphase. Ich schieße mit den beiden Laserkanonen in ihn rein. Ja. Der Heavy Slugger schießt in ihn rein. Ja. Und der. Sind die noch in Reichweite? Ja. Also ich messe gleich nochmal nach. Bombardement geht auch da rein. Ja. Aber 36 Zoll müsste eigentlich. Ja. Ja, dann hätte ich nämlich bewegt. Ja. Ich bin nämlich extra ja, jetzt gut, hinten aus der Reichweite. Der Heavy Slugger geht noch in ihn rein. Okay. Das andere hat genug Reichweite. Gut, so, dann machen wir erstmal den Heavy Slugger. Erstmal das Bombardement auf ihn. Ja. Das sind 6 Schuss. Auf die 2 oder 3. Aber auf jeden Fall alle 3 mit DS-2. Kein Problem. Endlich ist er weg. Der ist weg. Dann die beiden Lascars in ihn. Trifft einer. Verwundet einmal. Dein Retter, 4 plus. 3 plus, Älter. Ja. Hat er einen Dreier oder einen Sanctuary? Ja, ja, hat er wahrscheinlich einen Fünfer oder einen Vierer? Vierer Retter hat er. Wer ist jetzt ein Dreier Retter? Und dann, also der Heavy Slugger. 3 Stück. Was für eine Stärke? DS 5. Stärke 5, DS 1. Okay. Ja, steht. Ja, das. Und dann versuchen wir noch den Charge in ihn rein. Ja. Wobei es eigentlich sinnlos ist. Ich dachte, er hätte einen Vierer und keinen Dreier. Den er nicht schafft. Ja. 5 Zoll. Dreier Ritter, ganz sicher. Schickt nicht. Nee. Das reicht nicht. Gut. Super. Okay, dann darf ich aber trotzdem noch Abwehrfeuer geben. Und zwar 6 Schuss. Eins wiederholen. Ja. Und dann mit Stärke 7. Geht durch. 2 Schaden flat. Kriegt er 2 Schaden. Super. Okay. Nichts mit Nahkampf. Ja. Dann Punkte. Gucken wir mal. Halte ich ein Missionsziel und ansonsten mache ich nichts. Okay. Die Bewegungsphase ist vorbei. Der ist stehen geblieben. Der ist einfach so ein Stück Richtung Typhus, dass der ihn chargen kann. Drago hält den Missionszielpunkt hier. Die sind stehen geblieben. Und beziehungsweise die gehen einfach noch so ein Stückchen hier nach vorne. So. Und dann kommen wir in die Psi-Phase. Er macht erstmal Sanctuary. Ja, mit einer 7 wieder. Willst du das bannen? Ja, ich probiere es. Typhus? Nee. Doppel 1. Dann was möchte er da noch machen? Dann möchte der noch, ich glaube, Smite. 6. Dann Drago, Hammerhand auf sich, 9. Ja. Und Smite, ich weiß nicht, wer ist der nächste jetzt? Foxwalker wahrscheinlich, ja. Ne? 7. Versuche ich abzuwürfeln. Schaffe ich nicht. Ein Foxwalker weg. Ja. Da hinten geht einer. Gut, Schussphase. Drago auf die Foxwalker. Wieder schon 4 oder 3? 3. Dann 4 mal. Halte ich 2 Stück, also gehen 2. Gut, dann. Macht er das jetzt? Der sieht ja jetzt keine Poxwalker, der muss schießen. Das hilft nichts, dann schießt er auf Typhus. 3. Einen wiederholen, glaube ich, ja. Und Stärke 7.
Dreimal minus 2. 2 war es. Gehen 2 durch. 4 Schaden. 2 Schaden flat, also die ersten beiden. 2 Schaden und ja, ist tot. Teif ist weg. Gut. Die beiden da hinten mit ihren Stormboltern, sind die in 24 Zoll? Aber die haben sich bewegt, ne? Also kriegen sie. Terminatoren haben es aber immer. Stimmt, die haben es immer. Ach, das irgendwie komme ich damit nicht klar. Auf die 3. Auf die 3. Viermal. Hier weg. Okay, super. Gut. Dann. Ja, bleibt das so, wie es ist. Dann gucken wir mal die Punkte an. Also so Leute, die Punkte sind ausgerechnet. Für die Killpoints haben wir jetzt jeweils nochmal 9 und nochmal 5 Punkte bekommen. Es steht jetzt am Ende für Death Guard 32 zu 30. Das ist jetzt einfach ein Beweis dafür, was Art Bellica kann. Weil ich am Anfang nichts hinbekommen habe, die Charge nicht geklappt haben. Und jetzt, man hat gesehen, die Feldkontrolle hat bei mir zugenommen. Beim Dennis haben die Würfel eindeutig abgenommen. Und es steht jetzt, und das ist für ein Turnier halt auch mega geil, 30 zu 32. Es ist ein super knappes Spiel gewesen. Und weil durch die Sekundärmissionen konnte man natürlich jetzt nochmal ordentlich Punkte machen. Leider fehlen mir hier 4 Modelle, um die 3 Siegpunkte dann nochmal zu bekommen. Also hätte ich jetzt 4 Poxwalker mehr zerstört, hätte ich das Spiel jetzt gewonnen. Ne? Das mega knapp. Also klar, die Würfel haben es natürlich auch entschieden, aber gut, so ist es. Dann kommen wir mal in ein kurzes Postgame. Postgame! Ja, liebe Freunde, ist vorbei. Dennis, vielen Dank für das knappes Spiel. Runde 7 hätte ich nicht geschafft. Hättest du das gedacht? Nee. Am Anfang? Also ich habe eigentlich nach Runde 3, war das glaube ich, also in meiner Runde 4 habe ich ja glaube ich noch kurz zu Robert gesagt, oh, soll ich jetzt da reinchargen und so. Und da hatte ich eigentlich das Spiel schon für einen sicheren Sieg gehalten und Robert hat gesagt, nee, spiel mal lieber safe. Mhm. Wie damit man mal sehen kann, was auf dem Turnier noch geht. Man sieht, ich habe ab Runde 4 dann nicht mehr wirklich gepunktet und Runde 7 hätte ich nicht überlebt. Da hätte ich dann verloren. Das ist halt dieses Ars Bellica und diesen Gedankengang, den du dann hattest, das kommt einfach, das ist, wenn man diese Standard-Missionsziele spielt, ne? Von GW. Das ist, ja, jeder soll das machen, wie er Bock hat, aber das war heute wirklich ein relativ guter Beweis dafür, was mit Ars Bellica einfach noch möglich ist. Das Spiel, ich habe ja am Anfang, ich war vollkommen defensiv, ich habe 0 punkten können und hinten raus hat es jetzt einfach geklappt mit den Punkten. Also ich habe jetzt kontinuierlich einfach mehr Feldkontrolle bekommen, dich mehr unter Druck setzen können. Ich hatte ja auch nichts mehr. Also ja. Die paar Einheiten, die was machen konnten, die waren dann alle weggeräumt und dann kam halt auch irgendwann noch ein schlechtes Würfeln dazu. Klar. Also ich fand auch sensationell hier den Kerl da hinten, der dann noch die Laserkanonen weggetankt hat. Geil. Und so weiter und so fort, was ihm noch, die noch 2 Siegpunkte auch gebracht hat, was ich ärgerlich war. Ja, aber war knapp und ich habe nicht gedacht, dass es so knapp zum Ende noch wird. Also ich werde mit Sicherheit jetzt, also entschuldigt es mir bitte, ich werde mit Sicherheit jetzt Fehler mit den Grey Knights gemacht haben. Das ist, ich habe die jetzt Monate nicht gespielt. Nino, kannst ja mal drunter schreiben. Also, aber darum ging es heute nicht. Ich denke mal, ich werde die jetzt ab und zu mal wieder spielen. Ich werde die jetzt mal ein bisschen erweitern. Ich fand das Match aber auch ziemlich cool. Meine, deine Liste war relativ locker dagegen. Also es hat gepasst, denke ich. Einfach. Ja, war ein faires Match. Aber ja, jetzt mal von den Fehlern abgesehen, finde ich einfach Ars Bellica wirklich klasse. Also das müssen wir weiter so fortführen. Und es hat einfach riesen Spaß gemacht. Also das ist halt auch für ein Turnier super wichtig mal zu sehen. Selbst wenn ihr relativ sicher seid, dass ihr ein Spiel verliert. Gut, bei mir waren es im Endeffekt 4 Poxwalker, die ich jetzt mehr hätte erschießen müssen oder 4 Modelle. Dann hätte man das drehen können. Das kann man natürlich auch anders drehen, Dennis hätte irgendwas anders mit Psi hin und her. Völlig egal. Es hat ein Quäntchen, eine Haaresbreite hat gefehlt, dass man da jetzt nochmal punkten kann. Und entsprechend ist es immer gut, wenn man sagt, ich stecke jetzt nicht den Kopf in den Sand, ich versuche jetzt einfach weiter meine Punkte zu machen. Und ich hätte mit Sicherheit mit Gate of Infinity, wenn ich am Anfang besser aufgestellt hätte, die Thermis vielleicht sofort aufgestellt hätte und dann Gate of Infinity und irgendwo hin. Da war der Akku leer. Ja, Robert hat kurz mit der Kamera gekämpft. Oh. Gate of Infinity, also wie auch immer, das hätte ich mit Sicherheit besser machen können, dafür kenne ich die Grey Knights zu schlecht jetzt noch.
aber egal. Also auf jeden Fall dranbleiben, Gas geben. AS Bellica ist geil und man kann auf dem Turnier trotzdem immer noch Punkte machen. Das sind wichtige Punkte, die man einfach sammelt. Ich finde, man sieht auch noch da einen krassen Unterschied zu ITC, ne? Weil ich jetzt auch in letzter Zeit durch euch auch immer ITC gespielt habe. Klar kann der Gegner natürlich durch seine Tertiärmission punkten, aber du hast ja auch sehr massiv über die Missionsziele an sich gepunktet zum Schluss. Das war genauso wie ich vorher. Ja. Da kannst du extrem hinten nochmal was rausholen. Volle Düse, ja. Das ist schon, Ein Unterschied, definitiv, muss man unterscheiden. Dankbares Spielsystem, wirklich. Ja, Aber es war halt schön schnell, ne? Ja. Sie haben ja teilweise wirklich am Stück gedreht, das hat man so noch nicht. Das ist sonst gar nicht die kleinen Spiele, ne? Macht einfach Spaß. Ja, wollen wir. Ich könnte mich ja ein bisschen mal an die Grey Knights machen, vielleicht auch da ein bisschen was machen. Was würdest du sagen, wie könnte man die Grey Knights jetzt erweitern? Also, dass man kompetitiver unterwegs ist. Grandmaster? Den Grandmaster in Nemesis, den auf jeden Fall nochmal. Ne? Der ist natürlich eine Wucht. Ansonsten wird es halt aber auch schon gerade auf den kleinen Spielen. Ich finde diese ganzen Waffen mit D3-Schaden und so ein Scheiß, finde ich total Mist. Also, ja. Hammer, super, da kriegst du halt den 8 zu. Aber ich finde dieses Fletschschaden mittlerweile. Es liegt halt an, die Leute spielen ja entweder viele kleine Modelle, also wie ich die Poxwalker, wo DS und so egal ist, oder sie spielen halt meistens dann Fahrzeuge oder so Sachen, die sehr schwer zu vernichten sind. Und dann sind diese Mittelklasse-Waffen, sag ich mal, mit Stärke 6, vielleicht noch Stärke 7, DS 2, 2 Schaden, komplett sinnlos. Also die sind natürlich gegen Thermis, Marines, gut, aber die werden ja selten gespielt. Und das ist so ein bisschen, dieses Zwischending gibt es nicht. Entweder Masse oder richtig hart aushalten. Ja. Und dann stecken die halt irgendwie so in der Mitte fest. Ja, stimmt. Das ist richtig. Und vor allem auch sehr, sehr einfach unbeständig. Ne? Du kannst halt nicht ordentlich kalkulieren mit den Dingern. Also das ist einfach immer blöd. Ja. Aber ja, Nemesis Dreadknight, also gerade mit der Psi-Fähigkeit, ich hab das auch unterschätzt. Ich dachte, er hätte einen 5er-Retter und hat aber natürlich dann ein bisschen 4er-Retter. Ja, würde ich gleich mitnehmen. Ist wirklich, wirklich geil, muss man sagen. Also, gutes Modell. Ja. Wobei ich halt hier, was hast du von den Thermis gehalten jetzt während der ganzen Aktion? Ja, Thermis stehen und fallen irgendwie immer damit, kommen sie runter und schaffen ihren Charge. Ne? Wenn sie es schaffen, also ich habe mich über die Deathshore-Thermis sehr gefreut, dass sie den Charge wieder geschafft haben. Mhm. Wenn man es halt so macht, dann holen sie ihre Punkte irgendwo raus. Mhm. Aber oftmals, wir kennen es alle, wenn du den 9er-Wurf nicht schaffst, dann stehen sie da und müssen erstmal fressen. Aber würdest du jetzt eher mit Grainer, also mit Paladin oder mit Strike Squads erweitern bei denen? Also um das Bataillon jetzt wirklich nochmal voll zu machen und vielleicht sagen, hier ein Thermi-Squad und oder den anderen als Thermi-Squad spielen, die als Paladin und hier noch ein Strike Squad einfach dazu. Oder ich würde zweimal Strike Squad spielen, wie du es heute gemacht hast, um günstig in Anführungsstrichen an die Punkte zu kommen. Und ich würde wahrscheinlich nicht mal einen Paladin Squad spielen, sondern ich würde eher wirklich, nicht einen Thermi Squad, sondern einen Paladin Squad dann gleich spielen, weil die haben, glaube ich, einen Lebenspunkt mehr. Aber dann bräuchte ich ja drei Strike Squads und einen Paladin. Das wäre so die Überlegung, die ich dann eingehen würde. Ich würde es wahrscheinlich beim Messer mal durchjagen, aber dadurch, dass die Jungs halt auch nur zwei Attacken haben, die Paladine Lebenspunkt mehr haben, du nicht so viele Punkte, wenn nicht so viele Punkte auf einen Punkt gebunden hast, aber das ist halt der Nachteil. Man sieht's, also ihr seht es jetzt nicht, aber der Robert hat wirklich auf jedem Missionsziel eigentlich nur noch eine Einheit stehen oder ein Charaktermodell und die müssen das halt irgendwie halten gerade. Mhm. Und das war ja von Anfang an so ein bisschen das Problem, dass du dich ja auch kaum rausbewegen konntest, weil du immer alles halten musstest mit den wenigen Modellen. Ja, das half. Also den würde ich auf jeden Fall nochmal geben. Und ein Strike Squad ist jetzt die Erweiterung. Ja, ich würde sagen. Denke ich auch. Ja, machen wir das so. Und dann gucken wir mal, dass wir da vielleicht nochmal ein härteres Matchup finden, 12.50. Da geht auf jeden Fall was. 17.50 wäre dann der nächste Schritt, ne? Ja, mal gucken, ob ich gut mit dem Land Raider vielleicht. Da kann ich die Paladin sogar. Die Gegner brauchen einfach zu bemalen, Leute. Ihr kennt selber Silberspray auch fertig. Ja. Okay, Dennis, schließen wir es ab. Leute. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und ihr habt Spaß jetzt in Zukunft mit unserer kleinen Serie 1250er Spiele, Vollgas. Wir warten auf dich, Timmy, dass du da eigentlich mitmachst und wir werden uns zu dritt dann nochmal hinsetzen und einen schönen Talk machen über ITC, Ars Bellica, um euch dann mal vielleicht in einem Talk genauer einzuführen und dann
aktuelle Meta, wir können ja mal so eine regelmäßige, also war ja auch eine gute Idee, da eine Talkrunde einzurichten, wo wir einfach mal so ein bisschen über unsere aktuellen Projekte reden, genau, die wir für die Liga antesten wollen. Ah, da stehen fiese Sachen in Startlöchern. Wenn du mal an unsere 1750-Listen denkst. Da kommt ein bisschen mehr Power als hier. Und ich muss so viele Modelle bemalen. Ich auch, deshalb warte ich auf die neuen Farben. Würde es euch ja gerne zeigen, aber das ist einfach nicht. Unbemalte Modelle haben hier nichts zu suchen bei den Battle Reports. Ja. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hatten's. Kennst du Baymax? Nee, das ist so ein. Die machen dann. Da geht es um. Achso, das war. Aber wie hieß denn der? Das gab es doch in irgendeiner Serie, gab es noch, wo die dann immer so gemacht haben. Ist aber war das nicht Baymax? Der hat dann immer. Das gab es in den. Ich kenne noch den von Will Smith, ne? Den, diesen. Nee, wurde so. Was? Achso, die war ja gekommen. Okay, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und dann sehen wir uns wieder und werden da wieder schön. Irgendwas zusammen machen. Also haut rein. Tschüss, Nils. Ciao, Nils.